Herzlich willkommen zu einem neuen Backstage-Video hier aus der Vorzocker-Redaktion. Ich habe mir etwas geschnappt, was gerade eben frisch in der Post war. Und zwar ist die Rede von Dirt Showdown. Da ich ein bekennender Dirt-Fan bin, werde ich mir das direkt auf den Zahn legen. Habe jetzt so ein paar Minuten, sagen wir mal eine Viertelstunde, habe ich jetzt schon gespielt. Und ich zeige euch jetzt mal die ersten drei Modi, die man in der Dirt Showdown-Tour so erleben darf. Das wäre Race-Off in Miami. Dann haben wir noch Rampage in San Francisco und Knockout in Yokohama. Knockout ist bisher so das Witzigste, was ich gemacht habe. Wir fangen mal mit dem an, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, weil da nämlich Rampen drin vorkommen. Es ist ein Rundkursrennen, wo man den Gegner auch ausnocken kann. Und eigentlich auch sollte. Ich glaube, meine beste Platzierung hierbei war bisher Platz 2. Man muss sich bei Dirt Showdown von all dem verabschieden, was man so mit WRC, wirklich Rally Racing, in Verbindung bringt. Das ist hier überhaupt nicht mehr vorhanden. Hier geht es wirklich um diese ganzen Fun-Events und Demolition Derby und sowas. Das wird man hier alles sehen. So, wie gesagt, dieser Modus jetzt hier ist so ziemlich das Rennähnlichste, was man überhaupt finden kann. Man sieht unten rechts, sieht man meinen Status, also wie heil mein Auto noch ist und wie viel Nitro ich habe. Ich bin ganz hinten. Hier kommen jetzt die besagten Rampen, von denen ich immer Angst habe, dass ich sie nicht treffe. So, ein schöner Rempler. Hat mich aber nicht wirklich, doch, immerhin, Platz 7 von 8. Man kann den Gegner auch so weit ausnocken, dass er wirklich aus dem Rennen raus ist. Vorhin ist mir das einmal gelungen, aber auch mehr per Zufall. So, und schon sind wir in Runde 2 und ich bin unfassbar 7. Zeit für ein bisschen Nitro. Um eine Position, Kollege, da ist aber ein bisschen Gefudel. Man muss auch aufpassen, dass man nicht nur selber gut in die Position kommt, um jemanden wegzurempeln, sondern man muss auch aufpassen, dass man möglichst keine Angriffsfläche für hinter einem Fahrende bietet, weil so ein Dreher kostet echt richtig Zeit. Letzte Runde. Platz 2. Ich bin begeistert. Und ich weiß, dass man mir im Büro das missgönnt, weil ich gerade eben ganz furchtbar schlecht gewesen bin. So, kriege ich den noch? So, wie gesagt, man muss auch immer ein bisschen das Auge nach hinten haben, um ausschließen zu können, dass man selber weggemetert wird. Das war der Sieg. Was? Ich habe dieses Rennen echt gewonnen. Das gefällt mir gut. Gerade eben habe ich nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ich bin einmal 4. geworden, einmal 2. Und das aber auch nur, weil ich todesmutig vorhin über Rampen geflogen bin. Ja, geil. Du kannst weitergehen. Jetzt kommt mein zweitliebster Modus von den drei Modi, die ich bisher so kennengelernt habe. Rampage. Die Ladebildschirme, wie gesagt, sind ganz schön opulent. Ab geht's nach San Francisco. Und da hole ich mir jetzt eine coole Karre. Nein, nicht den. Das ist Collins Auto. Nur mit dem. Jetzt kommt, Überraschung, ein Ladebildschirm. Es gibt auch Splitscreen-Modi, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, wir haben das Spiel gerade eben erst ausgepackt und direkt in die Xbox gelegt, weil ich ein großer Dirt-Fan bin. Ob du mir großen das jetzt Respekt vor mir hast, mit mir zu spielen. Falls ihr das nicht gehört habt, das war Kollege Chris, der attestiert hat, dass er Angst vor mir hat, weil ich so ein verskillter Fahrer bin. Bam! Und hier geht es direkt voll auf die 12. Das nicht ganz schwer zu verstehende Ziel dieses Modus ist
alles umzuholzen, was nur geht. Am besten so, dass man selber möglichst wenig Schaden nimmt und dafür der Gegner aber allen Schaden auffrisst. Hier hat sich jetzt gerade einer in Luft aufgelöst. Das liegt daran, dass seine Lebensenergie gänzlich verbraucht war. Oh, verdammt, den wollte ich so richtig... Da wollte ich zu viel. Schön! Eieiei, Karamba, das war aber... Hier, Ruben DeVos, dich mache ich jetzt platt. Ich schiebe dich jetzt so lange durch die Gegend, bis dich einer wegnäht hat. Das ist halt manchmal auch so ein bisschen Abstauber. Du titscht jemanden an und da wird dann für jemand anderen so richtig schön als Breitseite aufgelegt. Hat man seine eigene Lebensenergie verbraucht, kann man wiederkehren. Gar kein Problem. Bam! Terminaler Treffer gibt 1000 Punkte. Ich bin gerade auf dem unfassbar 6. Platz. Das ist ja peinlich. Wird mal Zeit für ein paar... Bam! Ja, das ist das, was ich gerade eben sagte. Man muss nicht nur darauf achten, dass man... Ay, Karamba! Dass man selber gut trifft, sondern dass man auch möglichst wenig Angriffsfläche bietet für den gegnerischen Treffer. Jetzt wollte ich... So, da bin ich wieder. Platz 7. Verkehrte Welt. Gerade eben habe ich dieses Ding hier echt gerockt und das andere Rennen echt richtig übel verloren. Es ist also doch ein Quäntchen Glück dabei. Jetzt haben wir uns hier verkeilt, das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich mittendrin, statt nur dabei. Zwei doofe, ein Gedanke hier. Ruben DeVos, dich habe ich doch jetzt schon gefressen, Kollege. Hier sind jetzt, ich fahre jetzt so ein paar rum, die echt kurz vor nackter Arsch sind. Die muss ich jetzt wirklich mal platt machen. Den zum Beispiel. 1000 Gummipunkte eingesackt dafür. Und da hinten ist noch einer. Komm, den holen wir uns. Ah, so eine Schattensbreite verpasst. Sowas, sowas, sowas. Kommt von sowas. Jetzt muss ich hier weg. Hui. Da. Ah. Doppelte Punktzahl. Jetzt für mich, jetzt gilt's. Jetzt muss ich hier... Okay, meine Karre ist so im Eimer, ich kann überhaupt nicht mehr lenken. Oh, das Grillplatte habe ich gerade den Erfolg freigefahren, das gefällt mir. Platz 2. Bam! Okay. Da hat es mich zum zweiten Mal, glaube ich, in diesen Rennen zerlegt. Oder zum dritten Mal schon. Ich weiß es nicht mehr. Verdammte Axt! Dritter nur. Ha. Also ich kann mich erinnern, dass ich gerade eben Zweiter war mit 9100 Punkten. Jetzt hat der Erste hier nur 8095. Dafür ist das aber alles sehr nah beieinander gewesen. Cooler Modus auf jeden Fall. Aber den geilsten Modus, den zeige ich euch jetzt. Denn jetzt versetzt es uns auf eine erhöhte Plattform. Und auf dieser Plattform muss man selber draufbleiben und muss die anderen dafür aber runterschubsen. Das ist nicht ganz so einfach. Es hat so ein bisschen was von Billard, wo man die anderen Kugeln versenken muss, aber wenn man aber ganz, das habe ich gerade ganz komisch angeguckt. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich mache den Vergleich mit Billard, mache ich jetzt nicht mehr. Es hat was von American Gladiators und den Q-Tips. Ja, genau! Guter Vergleich, American Gladiators und die Q-Tips, die riesigen. Gibt's das eigentlich noch, American Gladiators? Ich glaube nicht. Yokohama, dahin verschlägt es uns jetzt und ich nehme jetzt ein cooles Auto, nämlich hier so einen coolen Hot Rod, aber nicht in Lila. Also schon mal nicht. Was haben wir denn hier? Ja, ja, hier, das ist doch cool. Hast du gerade in Lila gesagt? Ich nehme jetzt diesen sehr stylischen Hot Rod und es geht jetzt nach Yokohama. Der Modus heißt Knockout. Wie gesagt, wir sind auf einer erhöhten Plattform. Wir müssen andere Leute runterschubsen, ohne möglichst selbst runterzufallen. Fürs Runterschubsen gibt es Punkte, fürs andere Leute kaputtfahren gibt es auch Punkte und natürlich können auch wir selber kaputt gefahren werden. Ein heilloses Durcheinander, was meistens in einem wütenden Knäuel sich gegenseitig schiebender Autos endet. Aber mein Auto sieht so cool aus. Bam! Na guck, da macht... Toll, der fährt ja schon so runter. Da brauche ich ja gar nicht mehr nachlegen. So. Du bist jetzt dran. Schade. Wie gesagt, man muss ein bisschen
den eigenen Status immer beobachten. Man muss auch ein bisschen beobachten, wo ist denn der Feind? Da zum Beispiel. Breitseite. Da, da, da. Bam. Ich kann mal rein. Nein, 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 da war ich zu sehr am Rand. Aber man ist nicht sofort hinüber, wenn man einmal nach unten gefallen ist. Man kann auch direkt wieder hoch auf die Plattform. Das mache ich jetzt auch direkt. Jetzt geht's direkt auf die Schnüss, Freunde. Zack. Mann, die fahren immer alle freiwillig runter. Das ist doch langweilig. Ihr, ihr kleinen Schlümpfe, ihr. So, den haben wir zerlegt. Und jetzt bietet sich eine tolle Gelegenheit. Nein, da bin ich kaputt. Schiebe ich den noch runter? Kriege ich dafür noch Punkte? Nein. Ach, das wäre so toll gewesen. Da standen zwei, die waren bereit zu sterben. Also ich habe jetzt hier die meisten Punkte, glaube ich, damit gemacht, dass ich irgendwen kaputt gefahren habe und nicht mit dem Runterschubsen. Das finde ich etwas befremdlich. Ihr versteht die Aufgabe nicht, Freunde. Maul! Jetzt gibt der Kommentator noch schlaue Sprüche ab hier. Ach, verdammt. Das ist eine Sache, da geht es echt ganz fies ums Timing, weil wenn man um Schattensbreite an jemandem vorbeifährt, dann fliegt man natürlich selber runter. Was nicht so wahnsinnig clever ist. Wie geil, dass hier niemand Punkte damit macht, dass man jemanden über die Klippe schiebt, weil ständig alle selber runterfahren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da bin ich schon wieder kaputt. Das ist ein bisschen komisch, oder? Die verstehen die Aufgabe nicht. Ich versuche das immer und dann direkt vor einem fliegen sie runter oder dann ist vorher kaputt. Hier, das ist doch super. Top. Ja, doppelte Punktzahl. Toll, wenn ich am Boden bin. Und jetzt hänge ich ja noch fest, es ist ein Elend. Platz 5. Ja, natürlich springe ich wieder rein. Eieieiei. Also das ist hier irgendwie alles para gelaufen. Das war anders geplant, auch nicht im Sinne des Erfinders. Puh, mein lieber Herr Gesangsverein, das war ein ganz schön mieser vierter Platz. Aber trotzdem ein ziemlich geiles Spiel bis hierhin. Die ersten drei Modi gefallen mir schon wahnsinnig gut. Ich hoffe, dass da nicht ganz so viel gedriftet dabei ist wie beim letzten Dirt. Das hat mir nämlich am allerwenigsten gefallen. Man wird sehen, ob dieses Spiel mich auch in Zukunft begeistern kann. Bis hierhin sage ich auf jeden Fall top, die Watte quillt.